Zellner live. Worüber Österreich heute spricht, was unser Land bewegt. Zellner, unabhängig, unparteiisch und wirklich kritisch. Zellner live. So, und zum Schluss von Zellner live an diesem Mittwoch das, worauf Sie alle warten. Das Duell der Duelle. Peter Westenthaler gegen Josef Czap. Zwei Jungpolitiker, könnte man sagen, hier am Tisch vereint. Beide blendend gelaunt. Der eine, weil er sich auf die Impfpflicht freut, Peter Westenthaler. Der andere, weil er sich auf die Geschlossenheit der SPÖ morgen freut, Josef Czap. Und dazwischen Sie, die sagen, Sie freuen sich immer so, wenn die zwei das analysieren, weil sie es genau auf den Punkt bringen. Es war ja letzten Mittwoch schon so, dass wir all das andiskutiert haben, was jetzt in dieser Woche Thema war. Und das werden wir heute noch einmal machen. Impfpflicht, wie sinnvoll ist es? Gibt es auch ein Impfen ohne Pflicht mit einem Anreiz? Lockdown für Ungeimpfte, wie sinnvoll ist es? Wann keine Intensivbetten mehr belegt sind? Wie geht es der Regierung? Wie schaut es mit den Asylzahlen aus? Also viele, viele Themen, die wir in dieser Woche aufgesammelt haben und die wir jetzt angehen. Ein bisschen überschneidet sich's mit letzter Woche, aber das ist halt so. Und dass wir das teilweise letzte Woche alle schon richtig gehabt haben, ist diesen beiden Herren zu schulden. Ich danke vielmals für diesen großartigen Input. Wir fangen mit Professor Peter Westenthaler an, der uns da immer schon im Voraus sozusagen prognostiziert, was kommt und nicht immer, aber meistens recht hat. Lieber Peter, jetzt kommt also morgen das, was du sowohl gehofft als eigentlich gerechnet hast, dass nicht kommt, nämlich die Impfpflicht, weil du warst ja der Meinung, die werden das nie zusammenbringen und nicht die Kutzpe haben, das durchs Parlament durchzupeitschen, also mit Beton brutal. Sie tun es aber. Also morgen wird das beschlossen mit vermutlich 80% parlamentarischer Mehrheit. Dir blutet das Herz. Naja, nicht nur das, vor allem, ich finde es einfach falsch. Ich finde es falsch und ich finde, dass ja, mittlerweile bin ich ja dann nicht mehr allein, so wie das vor ein paar Monaten war, sondern ich habe ja mittlerweile Verbündete von Prominenten, die sich jeden Tag mittlerweile zu Wort melden, von hunderttausenden Unterschriften, die Rechtsanwälte gegen die Impfpflicht auffahren. Also, und auch Experten, Virologen, alles Mögliche kommt da jetzt her und sagt, diese Impfpflicht jetzt durchzusetzen, ist eigentlich ein Blödsinn. Und eigentlich hätte die Regierung nicht eine Impfpflicht durchsetzen sollen, sondern einmal eine Denkpflicht für sich selber einführen sollen. Die hätten einmal nachdenken sollen, was sie da überhaupt machen. Ich habe wirklich den Eindruck, dass dort überhaupt niemand mehr nachdenkt. Und dass die auch die aktuellen Ereignisse gar nicht mehr mit einrechnen. Ne? Ich meine, das kommt mir schon langsam vor. Was da passiert, ist ja nicht nur evidenzlos und einfach inhaltlich falsch und menschenverachtend und verfassungswidrig, sondern auch sinnlos. Das heißt, es denkt dort niemand mehr nach. Jetzt haben sie in Amerika, vorige Woche ist in Amerika ein Schweineherz eingesetzt worden in einen Menschen. Die ganze Welt hat dort hingeschaut. Wenn die wissen würden, dass bei uns in Österreich Politiker mit Spatzenhirnen herumrennen, wären wir überhaupt das Zentrum der Welt. Ja? Also das ist ja, das muss man jetzt einmal sagen. Und wenn du diesen Nehammers, Edge-Stadlers und wie sie alle hassen, wenn sie da auftreten, einmal ein Hirn impfen würdest, dann würden sofort Antikörper bei denen kommen, Antikörperreaktion. Das ist einfach nicht mehr, das ist ein Schurkenstück, diese Impfpflicht. Warum? Weil sie kommt zu einem Zeitpunkt, wo sie nichts bringt. Die Omikron-Welle rollt, wie wir heute sehen, die hält keiner mehr auf. Gott sei Dank harmlos, fast niemand in den Spitälern. Und im Sommer und Frühjahr wird gar nichts sein. Und was im Herbst ist, wissen wir nicht. Bis dahin, und jetzt kommt das eigentliche Argument der Regierung. Die sagen doch allen Ernstes, wir wollen eine Durchimpfungsrate der Gesamtbevölkerung von 90%, dann haben wir es geschafft. Dass das in vielen anderen Ländern nicht funktioniert hat, nehmen wir jetzt einmal Portugal daher. Portugal ist heute an Platz 3 der 7-Tages-Evidenz in Europa mit fast 3000. Die haben 90% Durchimpfungsquote, nur so nebenbei auf, das schaut keiner. Aber dass man jetzt hergeht und sagt, die Impfpflicht gilt ab 18. Die Bevölkerung bis 18 betrifft in Österreich 16%. Die muss einmal von den 100 abziehen. Was bleibt über nach Adam Riese? 84%. Und wenn ich jetzt noch die 4-5% jener Menschen abziehe, die sich gar nicht impfen lassen dürfen wegen ihres Gesundheitszustandes, dann bin ich irgendwo bei 79-80%, die überhaupt geimpft werden können. Das heißt, wenn die Regierung einen Taschenrechner, weil im Kopf können sie das nicht rechnen, nehmen, dann wissen sie, ich komme nie auf 90%. Es ist nicht möglich, jetzt, rein mathematisch. Wenn ich versuchen darf, denen zu helfen, ja, bitte, ja, was nicht ganz bitte einfach ist, die meinen 90% derjenigen, die geimpft werden können. Ja, aber das meine ich ja auch. Ja. Diejenigen, die geimpft werden können, sind ja alle unter 18-Jährigen.
Nein, die meinen 90% der über 18-Jährigen, die überhaupt geimpft werden. Verstehe. Von das denen aber, das, wollen sie 90%. Das hat aber keiner gesagt. Ja, ja, natürlich, dazu, weil sie haben ein bisschen ein Kommunikationsproblem. Weil die Impfpflicht beginnt ja erst ab über 18. Nicht? Also es passt ja alles nicht zusammen. Und was mir noch so aufgefallen ist, um ein bisschen auch nicht nur das Fachsimpeln und das Gesetzliche, mit was für einer Freude, ich habe gestern die Edstadler bei euch gesehen, mit welcher Freude diese Frau, diese Scharfrichterin mit dem stechenden Blick über Strafen spricht, die hat eine Gaude dabei. Die sagt, und wenn ihr nicht zahlt die 600 Euro, dann gibt es eine Gehaltsexekution und lacht dabei. Und er taugt das. Das heißt, die muss ja irgendwo ein Sadomaso-Studio unterwegs dort haben. Das ist ja unfassbar, was da los ist. Diesen Mächtigen im Land taugt es, den Menschen zu transalieren, sie zu unterdrücken, die zu bestrafen. Und ab 15. März kommt der Polizist um die Ecken. Und wenn du spazieren gehst und du hast dein Impfpass nicht mit, 600 Euro. Und das musst du zahlen. Und wenn du das nicht zahlst, kommt der Exekutor. Und also das ist alles Wahnsinn. Diese Regierung ist sowas von daneben, dass du dich wirklich fragst, was ist da los? Du hast ja schon die besondere Zuneigung des Bundeskanzlers erworben, weil du ihn als Kerkermeister bezeichnet hast. Jetzt bezeichnet die Frau Edstadler als Domina? Oder das ist eine Impfpflicht-Domina oder eine Straf-Domina. Der geht es darum, das Strafregime in Österreich, und zwar, und jetzt kommt es, nicht nur gegen die Ungeimpften, sondern gegen Hunderttausende, vielleicht sogar Millionen Menschen, die noch nicht den dritten Stich haben, weil die kommen auch dran. Das heißt, die eigentlich gesagt haben zur Regierung, okay, ich mache das, ich gehe mir zweimal impfen, aber lasst mich den dritten Stich in Ruhe, die sind auch, das sind noch Millionen Menschen. Das heißt, diese Impfpflicht trifft alle. Sie trifft nicht nur die Ungeimpften, sie trifft auch die Geimpften, wenn sie sich nicht den dritten Stich holen oder nach Adam Riese vielleicht in 2-3 Monaten den vierten Stich, der kommt ja auch schon, über den redet ja schon jeder. Das heißt, wir haben hier ein Impfabo, das gelöst worden ist, unfreiwillig von den Menschen, und die Regierung verpflichtet dich per sonstiger Strafe und, bin gleich fertig, führt noch dazu polizeistaatliche Methoden ein. Denn sie hetzt die Polizei mit staatlicher Legitimation auf unschuldige Menschen auf der Straße. Jetzt sind wir am Vorabend dieses in jeder Beziehung irgendwie historischen Tages morgen. Denn morgen ist ja nicht mehr die Regierung schuld. Morgen beschließt ja das Parlament dieses Impfpflichtgesetz. 80% des Parlaments, die gesamte SPÖ, ein Großteil der NEOS, die gesamten Grünen, die gesamte ÖVP. Die Regierung ist ja dann eigentlich aus der Ziehung, wie man so schön sagt. Dann übernimmt ja das Parlament die Verantwortung im weitesten Sinn, gibt der Regierung sozusagen die Green Card, das zu exekutieren. Aber da musst ihr ja als begeisterten Parlamentarier, und ich weiß nicht, wie viele Jahre du Clubobmann warst, das Geimpfte aufgehen. Also das ist, was morgen passiert, ist in einem Satz zusammengefasst. Der körperliche Zustand gesund wird zum Straftatbestand. Das wird morgen beschlossen. Und ich muss wirklich sagen, ich nehme jetzt den Josef Czapta heraus, weil er sich wohltuend immer auch gegen die Impfpflicht ausgesprochen hat. Aber in Wahrheit wird morgen der Satz wieder berühmt werden, wer hat uns verraten? Die Sozialdemokraten. Denn die stimmen dazu, die machen dieser Regierung, die Räuberleiter, das soll verstehen, wer will, dass hier eine Oppositionspartei in so einem Gesetz, wo es gegen die Menschen geht, wo es vor allem gegen die kleinen Menschen geht, gegen die Menschen, die arm sind, die 1,5 Millionen, die sich das Leben nicht leisten können, die eine Strafe kriegen, also für die eine Sozialdemokratie eigentlich da sein sollte, stimmt eine Sozialdemokratie morgen mit der Regierung, mit der Räuberleiter mit und macht Selbstaufgabe in der Opposition. Ich weiß schon, sie holen wieder eine Regierung hinein, vielleicht ist das ein Eintrittsgeschenk, aber ab morgen gibt es in dem Land auch offiziell nur mehr eine einzige Oppositionspartei, und das ist die FPÖ mit Herbert Kickl, weil das sind die einzigen. Das ist aber jetzt das Stichwort. Und noch einen Abgeordneten, Oppositionsabgeordneten namens Lorak. Ja, aber darauf kommen wir später. So, Josef, für dich ja morgen ein rot-schwarzer Tag, im wahrsten Sinne des Wortes, nicht nur, weil es eine rot-schwarze Mehrheit gibt, sondern weil du ihn wahrscheinlich auch als schwarzen Tag ein bisschen empfindest, wenn ich deine Kommentare unter anderem heute in Österreich und so weiter richtig lese. Du hast ja hier sehr oft gesagt, du willst ein Impfen. Du bist ein großer Anhänger der Impfung, im Gegensatz zum Herrn Westendahl. Du hast immer gesagt, aber wenn du mittlerweile anderer Meinung bist, teile ich es uns nicht. Schon auch nicht. Ja? Aber ohne Pflicht. Und jetzt stimmt also morgen deine SPÖ, inklusive aller Gewerkschafter, inklusive aller Burgenländer, inklusive aller kritischen SPÖ-Geister für diese Impfpflicht. Wie erklärt man sich das? Jetzt müsst mir ein paar Minuten geben. Das ist nicht so einfach. Du hast. Schau, ich bin 34 Jahre lang im Parlament gewesen.
So ein Pfuschgesetz habe ich jedenfalls noch nicht erlebt. Das ist wirklich unglaublich. Und man kann ruhig respektieren und man muss es respektieren, dass es bei den Sozialdemokraten, bei den Neos und Grünen, dass es da Persönlichkeiten gibt oder auch Mandatare gibt, die sagen, sie sind für die Impfpflicht. Nur, das ist nicht ein Impfpflichtgesetz, das ist ein Impfpfuschgesetz. Warum? Und zwar politisch und juristisch. Und ich muss noch hinzufügen, du brauchst die Stimmen der Sozialdemokraten und der Neos gar nicht. Das ist einfache Mehrheit. Ja. Ja. Das ist eine Fleißaufgabe, die nicht notwendig ist. Aber die sind davon überzeugt, dass sie Veränderungen vorgenommen haben, über die man dann auch noch diskutieren könnte. Das Entscheidende ist Folgendes, dass du jetzt vor einer Situation stehst, wo der Staat, die Repräsentanten des Staates im Beamtenapparat, in der Polizei, im Gesundheitsbereich eigentlich das kritisieren, sich in einem Widerstandsmodus befinden und sagen, was soll das überhaupt? Das ist nicht exekutierbar, das ist nicht machbar, dafür gibt es nicht die Personen. Das ist also ein Gesetz, wo jeder weiß, es wird in der Wirklichkeit nicht ankommen. Ja? Und die erste Phase müssen es deswegen machen, weil die ELGA, die E-Card-Organisation, wie du gesagt hast, letzte Mal, gesagt hat, wir können das gar nicht. Die wollen ja am Ende des Tages dann über die E-Card herausfinden, wer ist geimpft, wer ist nicht geimpft, wer hat noch nicht die Intervalle, die vorgeschrieben sind. In Wahrheit trifft das Ganze jetzt 8 Millionen Österreicher, ja, oder 7 Millionen, aber jedenfalls faktisch alle. Und dann gibt es, wenn die nach einer Aufforderung und wenn die den Impftermin nicht aufgreifen, dann soll es automatisch eine Strafe geben, die aber am Sankt-Nimmerleins-Tag beglichen wird, weil das alles nicht vom Verwaltungsaufwand, vom Vorgang wirklich machbar ist. Und dann kommt eine besondere Chuzpe, nur aus der Inquisitionszeit, wenn du wirklich nicht willst, dann aber plötzlich tätige Reue übst. Das habe ich das letzte Mal gehört aus dem Religionsunterricht vor ich weiß nicht wie vielen Jahren, dann kannst du dich rausimpfen. Ja, so kann man doch mit den Bürgerinnen und Bürgern nicht umgehen. Und ich bin sehr enttäuscht, dass sowas das heißt, überhaupt möglich ist. Das heißt, wenn das Geld ausgeht, musst du impfen gehen. Na, da gibt's vereinfacht gesagt, als Spielerverkäuferin oder sonst. Bitte? Du bringst das auf den Punkt. In dieser Frage, es wird dann welche geben, die können sie freikaufen und dann wird es welche geben, die können sie nicht freikaufen und die müssen, wie du gesagt hast, die müssen dann einfach schnell, also da in dem Sinne Josef, impfen können. Darf ich was einwerfen? Ja, das Ganze trägt ja zu einem ganz, ganz starken Grad die Handschrift deiner Parteivorsitzenden, Pamela Rendi-Wagner, die du ja zumindest zu einem gewissen Grad manchmal schätzt, zumindest bis jetzt als Expertin für Infektionskrankheiten geschätzt hast. Der Herr Doskozil, der ja prinzipiell immer anderer Meinung ist als seine Parteivorsitzende, hat ja entsprechend schon gesagt, er ist dagegen, klarerweise. Du hast schon lange vor Herrn Doskozil gesagt, dass du dagegen bist, wenn auch aus anderen Gründen. Nämlich, weil du einen Anreiz willst und nicht eine Strafe, wenn ich das sozusagen verkürzt darstellen darf. Was reitet denn deine oberste sozialdemokratische Ärztin, ja, da sozusagen mit ihrer Ordination zu wacheln? Das ist genau die Frage. Denn wenn jetzt sich herausstellt, wie der Niki Popper gesagt hat, das Ganze kommt einmal für die jetzige Omikron-Welle zu spät, dann ist es nutzlos im Sommer, weil da braucht man es nicht. Und was im Herbst ist, weiß man nicht. Und wenn die Frau van Laar gestern in einem Interview sagt, naja, die Wissenschaftler sind die Einzigen, die es wissen, übrigens auch umstritten, gibt es solche und solche. Ja? Aber die Ärzte sind sich nicht einmischen, weil das sind keine Wissenschaftler, sagt die van Laar. Die Brenda Wagner ist Ärztin. Die weiß selber nicht, ob im Herbst jetzt noch eine andere Mutation kommt oder nicht. Wir wissen nicht einmal bei der Impfpflicht, ob es für die Ausführung der Pflicht den Impfstoff geben wird, für die Mutation, wo man nicht weiß, ob sie kommen wird. Das heißt, wir machen ein Gesetz, was jetzt sinnlos ist, im Sommer nutzlos und im Herbst nicht anwendbar. Und deswegen finde ich, ich habe wirklich jahrzehntelang bei allen Gesetzen entweder dagegen oder dafür mitgewirkt. Da waren manchmal auch Gesetze dabei, da kann man unterschiedlicher Meinung sein. Aber ich habe sowas, ehrlich gesagt, noch nicht erlebt. Und dann kommt noch ein Punkt dazu, die berühmte Debatte über, ist es verfassungsmäßig oder nicht verfassungsmäßig? Ja, was denn? Die wissen ja noch gar nicht, was sie machen, um es zu überprüfen, ob es verfassungsmäßig ist. Und da brauche ich nicht eine Kommission dazu, sondern es wird im Endeffekt der Verfassungsgerichtshof klären müssen. Und dann kommt noch ein Punkt dazu, weil das war die Kritik der Gewerkschafter immer, die arbeits- und sozialrechtliche Klärung am Arbeitsplatz. Und wenn da weiter 3G gelten soll, wie ist es dann mit der Impfpflicht zu vereinbaren? Nämlich
wie geht das? Dann wird nämlich der Unternehmer Folgendes sagen, der wird sagen, was, du hast dich nicht impfen lassen? Na, super. Pass auf, ich sage aber nicht, dass ich die jetzt raus habe, weil ich die nicht impfen lassen, sondern ich habe das raus, sondern ich habe einen anderen Grund. Ja? Also das ist auch nicht gelöst. Und Demokratie kann politisch... Ich kann den raus, weil sie nicht impfen lassen. Ja, das wird nicht in Amerika sagen. Gibt es jede Menge Unternehmen, ja, das wird aber das nicht behalten. Sagen. Ja? So, und nicht? Dann gibt es eine Demokratie... Ja, das ist dann umstritten. Es gibt eine demokratiepolitische Frage dabei auch noch. Ich kann nicht am Montag einen Ausschuss machen, wo das diskutiert wird. Dann habe ich ein Hearing und 4 Tage später beschließe ich es im Plenum. Ja? Wie geht denn das alles? Ja? 200.000 Einsprüche. Naja, nicht sicher. Ja. Und du hast eine Breite, und mittlerweile ist ihnen gelungen, der Regierung, die das betrieben hat, und da hätte ich aus dem Grund schon, weißt du, was die Regierung will haben, dass diese unpopulären Maßnahmen möglichst auch von allen, möglichst vielen Oppositionsparteien mitgetragen wird. Das verkaufen die als demokratisch. Also, ist aber nicht demokratisch, das ist ein PR-Kalkül, was die im Hintergrund haben. Und das finde ich so verwerflich dabei, bei der ganzen Angelegenheit. Also lieber Josef, bevor ich dich frage, wie du das wirklich organisieren würdest und auch den Peter-Frage, die Gretchen-Frage, die dir nicht sehr angenehm sein wird. Na, bist du von deiner Partei und von deiner Parteivorsitzenden und dem, was die morgen tun werden, entsetzt? Nein, aber ich bin verwundert, enttäuscht und ich muss Folgendes sagen. Enttäuscht bist du, ja, nicht entsetzt, aber enttäuscht. Ja, weil die wissen müssen, dass auch die Studien in Israel jetzt ergeben haben, dass der vierte Stich im Endeffekt ein paar Wochen, dass auch das hinterfragt wird kritisch und auch das sinnlos ist. Und ich setze darauf, und das sind die Fehler in der Vergangenheit gemacht worden, es muss doch möglich sein, in der Bevölkerung, in einer klugen Kommunikation und Überzeugungsarbeit, sie zu gewinnen für die Schutzmaßnahmen der verschiedenen Ort und auch wie soll das gehen? Was wären deine Vorschläge? Würdest du so wie der Tosco-Ziel an VW Golf verlosen oder was wären deine Vorschläge? Also ich würde nicht unbedingt einen Golf verlosen, aber ja. Gegen Lotterie hätte ich nichts einzuwenden können. Warum nicht? Ja, es gibt eh so viel Lotterie. Ein Haus verlosen. Was auch immer ja. Die Menschen gerade jetzt haben wollen. Ja. Das wäre sicherlich auch eine Variante. Ich finde auch, dass man mit dem Test, und da macht Wien ja das Beispiel oft, dass das auch eine Variante ist. Man muss auch ähnlich sagen, dass Prämienzahlung, bist du für die Prämienzahlung, die das Reni haben wir schon mal da diskutiert. Ja, wir haben seit Monaten haben wir gesagt, was ist mit einem damit die Wirtschaft angekurbelt wird. Man kann die 500-Euro-Prämiengeschichte ist... Ah ja, du bist für einen Einkaufstausender. Für einen Einkaufstausender, der nicht bar ausgezahlt wird, sondern als Gutschein fürs Einkaufen. Ja, die Wirtschaft, für alle. Weil man die Wirtschaft unterstützen will und weil das sozusagen noch billiger kommt, das war wieder so ein verdammter Lockdown daher marschiert. Ja. Also da bin ich war bei den Lockdowns war ich immer kritisch. 1 Million waren arbeitslos, Kurzarbeit, der Handel, die Wirtschaft... Und jetzt außerdem noch die Ungleichgewichtbehandlung zwischen Tourismus und dem Handel allgemein. Also da gibt es eine Fülle an Kritik. Und besonders gefährlich ist, das sage ich einmal jetzt als Staatspolitiker, wann die Gewerkschaftsvertreter der Polizei sagen, wie kommen denn wir dazu? Und da haben sie recht. Ja, demnächst, was soll die Polizei noch alles machen? Wir haben die beste Polizei der Welt, aber was soll die noch alles machen? Ja? Und dass die sozusagen jetzt auch noch das Geschäft der Gesundheitsbehörde zu verrichten haben. Also ich muss sagen, ich verstehe, dass es diese Kritik gibt von den Künstlern, angefangen über verschiedene Bevölkerungsgruppen. Und die Regierung treibt jetzt die Wählerinnen und viele den Kickel zu, was sie nämlich am allerwenigsten wollen. Weil der stellt sich dort hin, heute meiner Meinung nach die Reden, die der heute sind, die finde ich nicht in Ordnung, die Wortwahl finde ich nicht in Ordnung. Also da könnte ich jetzt eine halbe Stunde lang Kritik üben. Ja. Aber was macht er? Der stellt sich wie unter einem Baum von den reifen Äpfeln und sagt, nur vorher haut es runter. Und die Regierung rüttelt an den Baum und die Äpfel fliegen runter. Und das halte ich für besonders arg bei einem Gesetz, wo sie alle wissen, dass es nutzlos ist, dass es zu spät kommt und dass es im Herbst möglicherweise überhaupt total daneben ist. Und dann noch drohen mit einer Gehaltspfändung, mit diesem Blick, Grabsch, jetzt habe ich dich, ich greife in deine Geldtasche rein, in deine Tasche, ich die böse Edstadler, ich warte auf dich schon. Wenn ich so reinschaue, ja, das ist sowas von kontraproduktiv, das ist ein Wahnsinn, da bin sogar ich geneigt, dass ich den Fernsehkanal wechsle. Peter Westner. Neueste Umfrage, FPÖ plus 3%, Herbert Kickl mit der FPÖ seit weiß ich nicht wie lang, erstmals wieder über 20%. ÖVP, SPÖ minus 2%. Unic Research Profil Wochenende. Sehr interessant. Das bestätigt das, was du gesagt hast. Und ich weiß nicht, wie es dir geht. Ich glaube, wir haben vorher besprochen, die wird so ähnlich gehen wie mir. Komischerweise kriege ich Dutzende Austrittsschreiben von SPÖ-Mitgliedern in Kopie.
Das schicken mir die Leute zu. Wo treten die aus? Aus der Gewerkschaft, aus der Partei? Aus der SPÖ. Ich habe da eins als beispielhaft mitgenommen aus Kapfenberg. Ein Kapfenberger Arbeiter, Rote Hochburg und Arbeiterstadt, ich nenne seinen Namen nicht, aber ihr seht, dass es original ist. Er tritt aus wegen der SPÖ-Zustimmung zum Impfpflichtgesetz. Nur einen Satz zitiert. Ich finde es wirklich sehr traurig, wie sich eine einst so stolze demokratische Partei entwickelt hat, nämlich zum Steigbügelhalter von Parteien, welche die Grundgesetze mit Füßen treten und an einem politischen System basteln, welches wir nie mehr wieder haben wollten. Es tut mir im Herzen weh, aber ich gebe hiermit meinen Austritt aus der SPÖ bekannt. Ich werde immer ein aufrechter Sozialdemokrat bleiben, aber diese Partei nicht mehr wählen. Also das ist nicht einer. Tut dem Josef eh natürlich. Ne? Er hat unverschämten Satz gesagt, wer hat uns verraten, Sozialdemokrat. Ja, aber das ist halt morgen so. Er ist ein wirklicher Eingefleischter. Also er verrat ja niemanden. Er ist ja auf der richtigen Seite. Er kämpft. Er kämpft sogar dagegen. Und vielleicht sollten Sie in der Sozialdemokratie ein bisschen mehr auf einen erfahrenen Menschen wie den Josef Czap hören. Und dann Sie könnten auf den Kazian. Dann denken Sie nicht in dieses, Dilemma nicht hineinrutschen. Und vielleicht gibt es doch morgen noch ein paar standhafte Vernünftige, die zumindest den Saal verlassen bei der Abstimmung. Könnte ja sein, schauen wir mal. Aber egal, der Kickl profitiert daraus und zwar massiv. Der wird wahrscheinlich bald Kopf an Kopf sein mit SPÖ und ÖVP, weil ja diese Ablehnungsfront immer breiter wird. Das sind ja von links bis rechts geht ja das, von Petrovic bis Kickl, von Nina Broll zu Olympiasiegern. Das ist ja mittlerweile eine breite Bürgerbewegung, die sich da aufgebaut hat. Und das muss man ja mal erkennen. Und diese Politiker, die Nehammers, die Domina, die Edstadler und alle, die in ihren Elfenbeintürmen oben sitzen, kapieren das nicht. Die verstehen überhaupt nicht, was in der Bevölkerung überhaupt los ist. Dass das Gesetz auch in vielen Punkten einfach verfassungswidrig ist, das sagen jetzt Experten jeden Tag im Radio, der Regierung ist das wurscht. Jetzt könnte man aber sagen, Peter, wozu die ganze Aufregung, ja? Also ich bin wahrscheinlich einer derjenigen, der die meisten Nebenwirkungen hat, weil ich zu viel Antikörper habe und nach jedem Stich 40 Fieber gehabt. Ja. Aber ich sage, na was soll's, ha? Hast halt eine Nacht 40 Fieber und dafür bist geimpft. Und du ersparst dir die Intensivstation. Ja. Also das Theater könnte man natürlich auch als übertrieben bezeichnen. Ja, viele, Nina Broll und Co. Jetzt sage ich da, was im Moment gerade passiert, dass genau diesen Satz, den du jetzt gesagt hast, viele sagen, die sich jetzt mit Omikron anstecken. Ich sage, stecke mich halt mit Omikron ab, nach 5 Tagen teste ich mich frei. Es gibt überhaupt fast keine Nebenwirkungen bei Omikron. Und ich sage dir... Wenn du eine Impfung hast. Auch für Ungeimpfte ist Omikron zu einem Großteil nicht gefährlich. Es gibt mittlerweile, über das reden wir, und das sage ich jetzt der Regierung auch mein Stammbuch. Es gibt mittlerweile auf den Social Media, also aufgrund dieser Impfpflicht, die da daherkommt, Gruppen von Menschen, hauptsächlich junge Menschen, die sich organisieren, um sich absichtlich anzustecken. So weit ist es bereits. Die Regierung treibt die Menschen nicht in die Nadel, sie treibt sie in die Ansteckung hinein. Weil jetzt klar ist, Omikron ist ungefährlich, nur da stecke ich mich auch, bin ich 6 Monate außen vor und muss aber nicht impfpflichten und muss auch nicht zahlen. So weit sind wir mittlerweile in dem Land gekommen. Und noch was, ein Punkt, der mir ganz wichtig ist. Alte, ältere Menschen mit Vorerkrankungen, die nicht geimpft werden dürfen, die zu Hause vielleicht im bettlägerig sind. Da geht es um zigtausende Menschen. Könnt ihr mir erklären, wie die zu einem Arzt kommen? In der Impfpflicht steht drinnen, sie müssen zu einem Amtsarzt oder sie müssen auf eine Ambulanz. Jetzt will man um Gottes Willen, die alten Menschen, die ja vulnerabel sind, das heißt, die betroffen und vielleicht gefährdet sind, will man jetzt auf die Ambulanz jagen, dass sie dort in Schlangen anstellen, sie dort anstecken möglicherweise mit dem Virus. Ja, ist das noch verrückt? Das ist doch total verrückt. Der Josef hat das Schlusswort. Josef, bitte. Ja, ich möchte einmal noch was vorausschicken. Also, mir kommen schon die Tränen, weil ich finde, es ist schrecklich, wenn man gekämpft hat, dass es möglichst viele Mitglieder gibt. Ja. Genau. Was Sie sagen. Jetzt aber, hast du aber wirklich... Nein, aber ich muss, was, so habe ich dich noch nie erlebt. Ja, aber ich muss noch was sagen. Ich würde das ist morgen, eine Emotion, die da bei dir rauskommt. Ich. Aber ich würde morgen überlegen, ob wenn ein Antrag von wem auch immer kommt, ja, mit einer geheimen Abstimmung, dass man nicht den Antrag stellt auf namentliche Abstimmung, sondern dass man die geheime Abstimmung zulässt. Ja. Das wäre ein Zeichen von Stärke. Ja, wüsstest du SPÖ-Abgeordnete, die nicht mitstimmen? Weiß ich nicht. Schau, wenn es geheim ist, ist es geheim. Weißt du sie? Ahnst du sie? Wenn es gibt es welche? Ja, ich weiß, dass es... Soll ich aber sagen, ich weiß, dass es... Ich kriege auch Mails zugeschickt. Ja, ja. Ich weiß, dass es Mandatsträger, Entscheidungsträger... Aber es gibt auch viele, die gar keine Mails mehr schicken, sondern die sagen...
ich will das einfach nicht und ich werde mir das merken. Ja? Also das ist eine ganz bittere Auseinandersetzung, wobei ich gegen jede Eskalation war. Ich fühle mich politisch immer als Brückenbauer und ich hoffe, dass diese Spaltung möglichst bald vorbei ist, dass wir als ein einiges Österreich auftreten können in Zukunft, weil wir Herausforderungen von der Wirtschaft, von der Beschäftigung, von allen möglichen Bereichen haben und weil Österreich, jetzt sage ich das, wirklich kulturell auch groß und stark ist. Und das ist das, was mich auch so beschäftigt bei der Auseinandersetzung. Und du sagst, das, was morgen passiert, ist die Spaltung. Das, was morgen passiert, ist heute für ganz schlecht. Ganz, ganz schlecht. Weil es das Land spaltet. Weil es das Land weiter vertieft und spaltet. Und weil im Endeffekt, wenn man schon den Kopf hier hat, wenn man schon glaubt, dass das ist auch noch ineffizient ist, ein Huschpfusch ist und weil es in Wirklichkeit genügend warnende Stimmen jetzt aus allen Bereichen gibt, die sagen, macht es nicht. Manche haben sogar gesagt, verschiebt es. Die haben ja nicht einmal warten können, bis der Totimpfstoff zugelassen wird, wo gesagt wird, naja, wenn der Totimpfstoff kommt, gibt es vielleicht noch mehr, die sich sagen, ich will mich impfen lassen. Auch das haben sie nicht gemacht. So. Nur damit der Herr Nehammer das durchsetzt. Ich möchte dem Josef einmal wirklich Respekt zollen, denn man hat jetzt gemerkt in seiner Wortmeldung, wie ihm das nahe geht. Das muss man einmal sagen. Mir kommen auch gleich die Tränen, wenn das da so weitergeht. Wie sein Herz rot schlägt. Ja. Und das sollte man einmal sagen. Ich finde das gut, wenn es Menschen gibt, die... Ich bin auch bewegt, vom Josef bewegt und von dem, was da passiert. Das war die erste Runde. Und ich muss sagen, gerade wenn ich die zwei so erlebe, tut es mir leid, dass die morgen nicht Klubobleute sind. Bei dir tut es mir besonders leid, weil da würde alles anders ausschauen. Bei dir tut es mir leid, weil mir deine Wortmeldungen morgen fehlen werden. Also, morgen die Abstimmung über die Impfpflicht, natürlich live bei uns mit einem riesen Kamera- und Reporteraufgebot, denn vor dem Parlament wird demonstriert werden, im Parlament wird gestritten, auf den Gängen des Parlaments wird interviewt und sie sind bei OE24 ab 9 Uhr früh live dabei, also bitte nicht versäumen morgen die Impfpflicht. Und dazu das Thema, das beide Herren schon angesprochen haben, was ist eigentlich jetzt los mit Omikron und mit dieser neuen Rekordzahl an Neuinfektionen? Wir sind gleich wieder da. Fellner live, worüber Österreich heute spricht, was unser Land bewegt. Fellner, unabhängig, unparteiisch und wirklich kritisch. Fellner live. Josef Czap und Peter Westenthaler, die zwei legendären Klubobleute dieser Zweiten Republik, könnte man sagen, an einem Tisch, einer Meinung. Was, glaube ich, früher nicht so war, wenn ich die Herren richtig kenne, da sind die Fetzen geflogen, fast bis zu den Boxhandschuhen. Aber heute ein Thema, wo die zwei einer Meinung sind, boxt diese Impfpflicht nicht so brutal durch, wie das morgen passiert. Stimmt nicht jedem Huschpfuschgesetz zu, sagt der Josef Czap in Richtung seiner eigenen Abgeordneten. Bin gespannt, ob da jetzt der eine oder andere zuschaut und morgen Wirkung zeigt und vielleicht wirklich rausgeht oder ob die SPÖ als ganze Wirkung zeigt und geheim abstimmen lässt. Das wissen wir noch nicht zu dieser Uhrzeit. Wäre natürlich gut, weil dann könnte wirklich jeder nach seinem Gewissen entscheiden. Und letztendlich auch die Frage, also wie geht es jetzt mit diesem Coronavirus weiter? Wir haben heute unbestrittenermaßen eine neue Rekordzahl an Neuinfektionen, rund 30.000, ganz genau wissen wir es noch nicht, aber auf jeden Fall so viel, dass einigen die Ohren wackeln. Und die Frage ist, kommt dieses Gesetz morgen nicht doch zu einem richtigen Zeitpunkt, wenn diese Neuinfektionen jetzt explodieren, weil wenn die heute auf 30.000 sind, sind es möglicherweise, wenn wir nächste Woche da sitzen, auf 60.000 und möglicherweise übernächste Woche auf 100.000. Wer weiß, wie das weitergeht. Herr Professor Westenthaler, Sie erklären uns üblicherweise, wie es weitergeht. Wie geht es denn weiter? Und müssen wir jetzt vor diesem Omikron doch Respekt haben? Ich sage nicht Angst, ich sage Respekt. Oder ist das alles Larifari? Also zunächst einmal ein Expertenblick zurück. Man vergisst immer so viel, was in den letzten 2 Jahren war. Und ich würde allen Menschen empfehlen, schaut sich einmal an, immer an dem Tag, wo die Regierung was Unangenehmes beschließen musste, entweder an Lockdown, Sanktionen, Schließungen oder jetzt die Impfpflicht, genau wie bestellt an dem Tag explodieren die Infektionszahlen. Schon wieder, Verdoppelung. Innerhalb von 24 Stunden, von 15 auf 30.000. Wer glaubt denn den Schmarfu eigentlich noch? Wer glaubt denn solche Zahlen eigentlich noch, die da daherkommen? Wo wir mittlerweile wissen, dass wir seit rund einer Woche, darf sich jeder
ab dem 5. Tag freitesten. Die sind da dabei. Das sind keine Doppelfälle, sondern die zählen als neue. Das heißt, jeder, der das Gasel hat und sagt, so am 5. Tag gehe ich freitesten, den wird sein positiver Test, den er am 5., 6., 7. oder 8. Tag kriegt, natürlich dann zugerechnet zu den Neuinfektionen. Das heißt, wir züchten uns hier Neuinfektionen. Das ist einmal das Erste zur Arithmetik. Also das, du sagst, das Zweite ist wichtig. Die Zahlen stimmen. Darf ich sagen? Ja. Du sagst, weil ja auch gerade eine Aussendung vom Nehammer gekommen ist, wie ich gerade gesehen habe, die Gefahr ist virulent. Ja, ja. Erstmals 30.000 Infektionen. Wir müssen uns jetzt warm anziehen. Das stimmt eben nicht. Ja? Du sagst, das ist eine Manipulation. Die Regierung hat das getrickst. Ich sage, dass die Zahlen massiv manipuliert sind, dass da Doppelmeldungen drinnen sind von jenen Menschen, die sie freitesten. Tausende wahrscheinlich, weil es sind Tausende, die sie ab dem 5. Tag freitesten dürfen, alle. Und dass das bemerkenswert ist, dass immer dann, wenn die Regierung was Negatives beschließen will, die Infektionszahlen steigen, damit sie das Angstszenario entwerfen. Und jetzt da lassen wir das weg, das ist mein Vorwurf, und jetzt tun wir so, es wird stimmen. Jetzt geht man so angeblich. Eine kurze Unterbrechung. Ja. Die Regierung wird ja wohl auf die Infektionsfall von Portugal, Israel, Spanien, England, Deutschland. Deutschland erstmals über 10.000, über 100.000, kann Einfluss haben. Oder geht die Verschwörungstheorie Nein, das ist keine Verschwörungstheorie, es ist eine Theorie, die man nachvollziehen kann. Tun wir es weg, sagen wir, das ist eine Westenthaler Theorie, kann man glauben oder nicht. Und jetzt glauben wir das einmal. Glauben wir, es sind wirklich 30.000. Und ich sage, na und? Haben wir nicht, wann war das, vor einem halben Jahr, hat nicht die gleiche Regierung gesagt, Inzidenzen interessieren uns nicht mehr, wir schauen nicht mehr auf die Inzidenzen, wir schauen nicht mehr auf die Infektionszahlen. Das Einzige, was zählt, ist die Spitalsbelegung. Und wenn ich jetzt heute auf die Spitalsbelegung schaue, und das ist nicht so wegen die 30.000, das hat natürlich einen Verzug, aber wir haben seit 10 Tagen fünfstellig, wir haben seit 10 Tagen über 10.000. Und da tut sich gar nichts. Im Gegenteil, es geht runter. Wir sind derzeit unter 200 auf den Intensivbetten. Das heißt, wir sind, wenn man den berühmten Stufenplan der Regierung von vor ein paar Wochen her, der heute nicht mehr gilt, wir sind auf Stufe 0. Also wir sind, eigentlich müssten wir alle Maßnahmen aufheben, weil die Intensivbettenanzahl nicht einmal ansatzweise ausgelastet sind. Unter 200 bedeutet de facto nichts. Und die Zahlen auf den Normalstationen sind ein bisschen was über 1.000, auch nichts. Also wir sind in einer Situation angelangt, Gott sei Dank, dass sich dieses Virus offenbar beginnt, selbst zu erledigen. Indem es so milde wird, dass es zwar alle ansteckt, aber dass es keinen mehr betrifft, weil es keiner mehr spürt. Ich sage, ich kenne Leute aus meinem Bekanntenkreis, die haben sich vor 3 Tagen mit Omikron angesteckt, der geht Radl fahren, laufen, das ist dem völlig wurscht, der spürt es nicht einmal. Also es ist hier etwas unterwegs, und jetzt bin ich bei Venisch, ich bin bei Streeck, ich bin sogar bei Drosten. Mittlerweile sagt es so der Drosten, nur unsere sagen das noch nicht, dass das eine Riesenchance ist. Wir sind in einer Möglichkeit, und das ist die gute Botschaft für alle Menschen, die im Finstern zu Hause sitzen und Angst haben. Das kann eine Chance werden. Durch dieses milde, durch solches Wort ist furchtbar, durch das milde Fortschreiten dieser milden Version haben wir die Chance, dass vielleicht in 14 Tagen, 3 Wochen die Geschichte überhaupt erledigt ist. Die Chance haben wir. Du hast ja letztes Mal hier sehr spannend erklärt, dass dir ein Arzt erklärt hat, dass dieser neue Virus, der Omikron-Virus, nur die Nase, nur die oberen und den Hals betrifft, aber nicht auf die Lunge geht, und dass das die Erklärung ist, warum es so wenig intensiv passiert. Und mittlerweile sagen das ja viele. Ja? Mittlerweile sagen das ja auch viele Experten, ich habe heute im Mittagsjournal den Professor Hasepeter gehört, es gibt viele, der Wenisch sagt das, alle sagen das, ja, es ist so. Mittlerweile gibt es die Studien, dass dieses Virus die oberen Atemwege betrifft, also ein besserer Schnupfen, ein besserer Husten, ein bisschen Halsweh, aber sich nicht in die Lunge begibt, und deswegen haben wir die Entlastung auf den Intensivstationen. Und jetzt komme ich dazu, es ist eben nicht die Impfung, die das ausmacht, sondern es ist die Harmlosigkeit dieses Viruses. Weil wenn man nach Südafrika schaut, dann sind in Südafrika gerade einmal 25% durchgeimpft. 25%. Mehr haben dort nicht die Impfung. Und es ist weg. Südafrika, wo der Entstehungsort dieses Omikron ist, hat kein Corona-Problem mehr, haben keine Infektionszahlen mehr. Das heißt, das haben sie dort alle Nicht-Geimpften auf natürlichen Weg angesteckt, haben damit kein Problem gekriegt, und damit ist die Geschichte beendet. Josef, jetzt bist du ja immer ein bisschen vorsichtiger als der Herr Professor Westenthaler, der ja schon mal da aufgerufen hat, der würde gerne mit Omikron angesteckt werden. Ja, schon langsam sollte man es wirklich überlegen. Um zu beweisen, das war ganz am Anfang, damals war das ja fast revolutionär, um zu beweisen, dass dieses Virus nicht so gefährlich ist, wie alle tun. Du hast eine Parteivorsitzende, die als Ärztin fast panisch ist, zumindest übervorsichtig, und die sagt, dieses Virus ist saugefährlich. Was sagst denn du? Naja,
ich habe schon einmal eine großformatige Zeitung da zitiert. Österreich kann ich nicht dauernd zitieren, ja, ja. Da schreibe ich selber drinnen. Ja. Aber da ist einmal gestanden, dass das mildere Verläufe sind bei Omikron. Und heute schreiben sie, naja, es kann auch ein Nasenspray geben, es wird Medikamente geben. Und ich frage mich die ganze Zeit, wir fragen uns das schon seit Monaten, ja. wo sind diese Medikamente? Wieso sind die noch nicht zugelassen? Wieso gibt es den Nasenspray noch nicht? Wer will da noch die Impfstoffe, die eingekauft worden sind, im traditionellen Sinn da noch verbrauchen? Und wenn da noch rauskommt, und ich bin deswegen auch so misstrauisch, weil es hat geheißen, es kommt kein Lockdown, wir wollen keinen Lockdown, dann ist er wiedergekommen. Dann hat es geheißen, eine Impfpflicht, wir wollen, na sicher wollen wir keine Impfpflicht. Dann ist wieder eine Impfpflicht, eine Impfpflicht kommen. Jetzt mache ich eine Impfpflicht mit einem Impfstoff, wo ich mir nicht sicher bin, ob der wirklich so tolle wirken wird auf die Omikron-Geschichte, respektive auf künftige Mutierungen, ja, und Mutationen. Und da frage ich mich, ich möchte die Menschen zu etwas zwingen, wo ich mir nicht sicher bin, dass das einen Sinn hat, wenn meine, ich das jetzt meine Frage sagen darf. Und das verstehe ich nicht. Meine Frage an dich, an einen, der ja ein bisschen vorsichtiger ist als unsere blauen Mitbürger, ja? Politisch blauen Mitbürger. Hast du Angst vor diesen explodierenden Neuinfektionszahlen? Also 30.000 sind es heute. Jetzt kam gerade die Abmeldung. Nächste Woche sind es mit Sicherheit über 40.000. Übernächste Woche wird es mit Sicherheit über 50.000 gehen. Irgendwann sind wir vielleicht bei 100.000. Hast du Angst davor oder glaubst du so wie der Peter Westenthaler, dass das wurscht ist? Ich meine, dann erscheint halt die Hälfte des Büros nicht mehr zur Arbeit und alle sind zu Hause und spielen, Mensch, ehre dich nicht. Aber im Endeffekt passiert sonst nichts. Wie siehst du das? Schau, ich habe bis jetzt nicht Après-Ski-Veranstaltungen von Millionären besucht und ich werde es auch in Zukunft nicht besuchen. Und das heute mal schon für eine ganz wichtige Geschichte, weil ich habe nämlich viele Bekannte, die sich wirklich dort bei diesen Dingen angesteckt haben. Ja? Mhm. Also gut, das ist das eine. Das andere ist, ich meine, ist ja kein Geheimnis, ich bin dreimal geimpft, die dritte Impfung am 2. Dezember. Ja, es wird nicht nur Omikron geben, es wird andere Dinge auch geben. Ja. Das, was mich beunruhigt, ist ja nicht jetzt die Omikron-Säulen primär, sondern das sind die Reaktionen aus der Pharmaindustrie und aus der Politik, wo da jetzt so gesucht wird nach einem neuen Impfstoff, der besser wirkt. Das habe ich heute wieder gelesen, ein flexibler Impfstoff. Einer, der sozusagen, die Pharmaindustrie soll flexibler sein, so ein Impfstoff faktisch für alles. Ja. Naja, das ist nicht vertrauenserweckend. Du bist ja jemand, der, so sehr du ursprünglich für die Impfung warst, mittlerweile ein bisschen impfskeptisch bist, weil du sagst, viel sinnvoller wäre es, wir hätten endlich Medikamente, sowieso, die wir einwerfen können, weil wir Omikron positiv sind. Ja, weil ich nicht motiviert bin für den vierten Stich, wenn ich lese in Israel, dass das für die Fisch ist, weil der wirkt 3-4 Wochen und das war's dann. Ich würde es endlich einmal haben, wenn ich das Gefühl habe, ich habe sowas, dann würde ich ein Medikament haben, nämlich nehmen können. Aspirin C auf gut Deutsch. Ja, Corona-C. Ja, Corona-C. Ja? Aber das, und warum man das nicht zulässt und nicht den Nasenspray. Und wenn der immer oben ist, im Hals und in der Nase, dann ist doch das ideal, dass ich den vor Ort schon bekämpfen kann. So, jetzt wird dann wieder irgendein Superwissenschaftler kommen und wird sagen, schau, der Superwissenschaftler sagt, weder der Professor Westenthaler noch der Chap oder Wolfgang Fellner kennen sich da aus. Ja. Und die Ärzte kennen sich auch nicht aus. Daher ist es völlig richtig, dass bei den Ausnahmeregelungen keine Hausärzte drankommen, keine Psychiater drankommen. Die Ausnahmeregelungen, die möchte ich mal sehen, wie die dann umgesetzt werden, wie die dann gefunden werden, wie das dann gemacht wird mit dem Melderegister. Das ist ja alles nicht vorbereitet. Die sind ja hineingedudelt in das Ganze, als die am Aachensee sich getroffen haben und gesagt haben, Lockdown für Ungeimpfte, das ist aber eine Gemeinheit. Was machen wir mit den Geimpften? Jetzt kommt raus, Geimpfte, Ungeimpfte, alle kommen jetzt in die Ziehung, alle kommen dran. Damit sind wir beim Thema dieser zweiten Runde. Geht zuerst zum Peter und dann natürlich gleich zu dir. Der Peter kämpft hier ja seit Wochen dafür, dass dieser Lockdown für Ungeimpfte verschwindet. Und natürlich spielt jetzt die Zeit eigentlich in seine Hälfte, könnte man sagen, oder ihm den Ball zu. Denn tatsächlich sind wir auf Stufe 0. Tatsächlich ist nach dem Stufenprogramm dieser Regierung ein Lockdown für Ungeimpfte nicht mehr zulässig, es sei denn, man kriegt dann Verfolgungswahn angesichts der Tatsache, dass es 30.000 Neuinfektionen sind und sagt, ich will keine 100.000 Neuinfektionen haben.
Was sagst du da dazu? Dass der Lockdown endlich abgeschafft werden muss, weil er völlig sinnlos ist. Und das sagen ja mittlerweile auch alle Experten. Wir haben, wenn wir wieder über die Grenzen schauen, in allen Ländern, die eine geringere Durchimpfung wie Österreich haben, also die wesentlich mehr Ungeimpfte haben und wesentlich höhere Infektionszahlen durch Omikron, überhaupt kein Problem in den Krankenhäusern. In Israel übrigens heute, vergleichbar größenmäßig mit Österreich, 70.000 Neuinfektionen. Und vierter Stich schon. Jetzt kommen sie in Israel drauf, der vierte Stich nutzt überhaupt nichts. Null. Die hören auf zum Impfen mittlerweile. Die kapitulieren in Israel. Die sagen, okay, das war's. 70.000, die rechnen sich schon aus. Na ja, in 10 Tagen sind die 700.000, dann sind wir in 14 Tagen fertig. Dann hat es jeder entweder gehabt oder er ist geimpft. Eins von beiden und die Pandemie ist zu Ende. Und das ist das Rechenmodell. Da brauche ich keinen Komplexitätsforscher und keinen Mathematiker. Das kann ich mir selber ausrechnen. Und genauso wird es in Österreich sein. Man muss endlich wegkommen von dieser Angst- und Panikmache. Man muss vor allem endlich die Menschen, und jetzt bin ich beim Thema, die seit Anfang November nichts mehr dürfen, weil da hat man 2G eingeführt. Sie dürfen nicht einkaufen gehen, sie dürfen nicht in ein Gasthaus gehen, sie dürfen nur unter gewissen Umständen überhaupt das Haus und die Wohnung verlassen. Die dürfen nicht einmal zu einer Nagelpflege, zu einem Friseur, sie dürfen gar nichts. Seit Anfang November unterdrückt man hier eine Gruppe von 1,5 Millionen Menschen. Und es ist völlig sinnlos, ob die im Feld sind oder nicht, ist fürs Infektionsgeschehen völlig plump. Also du sagst, egal. Der Lockdown für Ungeimpfte muss weg. Der Lockdown für Ungeimpfte muss auch deshalb weg, weil er zusätzlich zur Impfpflicht noch massiv hineinspaltet. Ich habe gestern das in der anderen Diskussion eher lang ausgeführt, das mit dem 9-jährigen Buben, der seinen Test bei -3 Grad vor der Schule schreiben muss. Was passiert denn da in unserem Land? Was macht die Regierung mit unserem Land? Heute habe ich ein Schreiben da von 2 12-jährigen Mädchen, die von der Schule genommen wurden, weil sie sich nicht impfen lassen wollen, weil sie dort gemobbt werden. Und jetzt kommt es, die wollten dann noch in Wien, wollten dann einkaufen gehen und ein Buch kaufen und sind von der Buchhandlung hinausgewiesen worden, weil sie keinen Ninja-Pass, so nennt man das in der Schule, diesen Ninja-Pass, hatten, dürften sie das Buch bei der Kasse nicht kaufen. Und hat man bei der Kasse gesagt, verlass das Buch, den Buchladen. Weiß man, was das mit solchen Menschen macht, mit Jungen, mit Kindern? Das heißt, wir diskriminieren, kriminalisieren und stigmatisieren hier Menschen, ja. Menschengruppen. Das kann ja nicht gewollt sein. Das tut jetzt mir Josef, Herzen jetzt damit. Warst du viele Jahre das Mastermind von vielen Regierungen, Faymann und anderen. Ja? Hättest du dich getraut, als Regierung einen Lockdown für Ungeimpfte abzuschaffen und alles wieder freizugeben, wenn du am selben Tag 30.000 Neuinfektionen hast und für nächste Woche 50.000 Neuinfektionen vorgeschrieben hast und alle dann sagen, du bist schuld? Ich hätte am Geld eingeführt, ja. Du hättest den Lockdown für Ungeimpfte nicht eingeführt. Warum? Nein, das hätte ich nie eingeführt, weil ich das für nutzlos erachtet habe. Ich komme nicht mit den Argumenten, die du da immer hast. Sondern ich gehe immer noch, ich habe einen pragmatischeren Zugang zu dem Ganzen. Ja. Weil du mich vorhin gefragt hast, mit Impfen, ich fühle mich halt sicher mit 3 Impfungen, ob es wirklich hilft, werde ich dann merken. Ja. Aber da habe ich einfach einen anderen Zugang zu dem und das ist mir eine Bauchentscheidung. Ja. Und ich will haben das, diese Freiheit und ich bin ja dagegen, dass man jetzt die sich impfen lassen als Hasenfüße und als Dummköpfe bezeichnet, so wie ich nicht zu den Nicht-Geimpften sage, sie sind Dummköpfe oder irgendwas. Ich will die wieder zusammenführen, diese beiden Gruppen, und dass das alles, diese Spaltung nicht weitergemacht wird. Aber den Lockdown für Ungeimpfte habe ich nie verstanden. Außerdem ist es ja rausgekommen, ist jetzt bei der Impfpflicht, und da habe ich genau zugehört, wie der Mückstein geredet hat, der Gesundheitsminister. Wie er gesagt hat, da kommen die dran, die nicht geimpft sind und die den Abstand zur letzten Impfung schon überschritten haben. Das heißt, es kommen alle dran. Es gibt ja gar keinen, diesen Lockdown für Ungeimpfte gibt es ja de facto gar nicht mehr, weil alle jetzt in Wahrheit dann drankommen, weil dann der den Abstand zu groß wachsen lässt, eigentlich theoretisch dann behandelt werden müsste, wie ein Ungeimpfter. Ja, na super. Und wer soll das exekutieren? Und jetzt kommt der Greilinger und andere von der Polizei, Sozialdemokrat, und sagt dann, Moment, wie kommen denn wir jetzt dazu als Polizei, dass wir da faktisch jetzt noch mit tausende neue Polizisten ausstellen müssen, die wie unter George Orwell alle da umherum geistern, ununterbrochen Kontrollen machen. Jetzt kommt in der zweiten Phase, kommt dann der Kontrollfaktor, haben sie gesagt. In der ersten Phase gar nichts machen, weil laut Elga kannst du gar nichts machen. Das ist ja die Wahrheit, das haben sie aber auch nicht zu. Ja, du kannst ein Strafmandat, du kannst, zeigen sie mal ihren Impfpass,
das? Ja. Wenn der den nicht hat, kriegst du eine Strafe. Ja, das geht auch ab 15. März. Ja, der Anzeige. Na gut, okay. Aber trotzdem finde ich, das ist so in der Form, ist das meiner Meinung nach letztendlich ein Zugeständnis von einer Inkompetenz und einer Fehlhaftigkeit für die irgendwann einmal noch schwere Folgen tragen müssen. Aber das war mir ja wurscht, wenn die zwei Regierungsparteien primär diese Folgen zu tragen haben. Es ist die österreichische Bevölkerung, es ist Österreich, es ist die österreichische Wirtschaft. Es hängt damit so viel zusammen. Und ich finde, wir haben so viele auch kluge Regelungen, was den Kontakt betrifft und von mir aus ein bisschen mehr heute halt Masken aufsetzen. Das ist ja für mich nicht das Thema. Ja? Und ich würde auch verantwortungsvoll sein. Und wie du sagst, ich bin da sehr, sehr vorsichtig, weil es kann auch Leute geben, die mit Omikron ein bisschen ein größeres Pech haben, ja, als man ja, so oft ganz, annimmt. Ganz selten. Ja, gut. Aber okay. Es gibt kaum Omikron-Todesfälle. Das meine historischen Klubobleute, du willst noch was ich sagen? Ich wollte einen Ansatz sagen für die Menschen, die da zuschauen. Mir ist es ganz, ganz wichtig, ein bisschen Mut, Zuversicht und Spirit den Menschen auch zu geben, dass die nicht, wenn sie den Fernseher auftragen hätte, die kriegen ja alle... Die sollen glücklich sein, wenn sie uns sehen. Die sollen keine Angst vor ihm haben. Und es ist mir auch ganz wichtig, ich hab jetzt viele gehört, wenn du jetzt einmal so ein Testerl hast und das ist positiv, bitte nicht verzweifeln, sondern einmal grundsätzlich sagen, es ist nichts passiert, Medikamente nehmen, beobachten, mit dem Arzt Kontakt aufnehmen. Aber 98% der Menschen haben kein Problem, wenn sie positiv getestet sind. Das möchte ich nur mal sagen. Das heißt, ich möchte ja diese Angst nehmen und ich möchte auch eins aufrufen. Ich sage jetzt, was ich mache als Ungeimpfter. Wenn ich ab 15. März von einem Polizisten eine Strafe kriege, kriegst du eine Anzeige mit 600 Euro, dann zahle ich sie nicht. Ich werde sie nicht zahlen, schlicht und ergreifend. Das ist mein Protest dagegen. Ich werde dagegen. Es wird nicht ganz so einfach sein. Ja, der wird die aufhalten und sagen, Herr Peter Westenthal, Ihr linkes Licht da vorne funktioniert, ja, ja, 50 Euro. Dann zeigen Sie mir bitte Ihren Impfpass. Dann kriege ich eine Anzeige. Ja? Jetzt sagen wir, dann macht das nicht 50 Euro, macht 250 Euro, also bitte 250 Nein, Euro. Nein, das geht so nicht, sondern der muss dich ja anzeigen. Das ist kein Strafmandat, weil es ja 600 Euro ist. Du musst ja nicht 600 Euro Nein, mit nicht, dir das mit. Sind ja nicht 600. Naja, das ist am Anfang 600 nur ein Strafmandat. Das gut, dann zahle ich heute halt Strafmandat nicht, dann geht es eins normale Verfahren. Also ich werde jedenfalls dagegen beeinspruchen, solange es geht. Es wird ungefähr ein Jahr dauern bis zum Verfassungsgerichtshof. Ich habe Rechtsschutz. Ich habe das Recht auf ein mündliches Verfahren, das haben übrigens dann alle. Und ich kann es nur allen Menschen nachempfehlen, zahlt das nicht, wendet euch an die beiden Anwälte, die da eh oft sitzen, www. Das nennt sich Impfpflicht, keine Impfpflicht. Ja. Und die helfen euch auch dabei, die werden das formulieren und es wird dann keiner am Ende, ihr erinnert an den ersten Lockdown, 30.000 Strafmandate ausgestellt vom Herrn Nehammer und seinen Polizisten, alle rechtswidrig. Und so also so. Alles wird gut, Westenthaler zahlt die Strafe nicht, sie auch nicht, wie er empfohlen hat. Sie wenden sich an unsere zwei Anwälte, die immer im Fernsehen sind und letztendlich dürfen Sie dann beim Verfassungsgerichtshof mit dem berühmten Anwalt Rami eine mündliche Verhandlung haben. Hat der wenigstens einmal was zu tun und der ganze Verfassungsgerichtshof wenigstens einmal was zu tun. So, Werbepause und dann das, was Sie von den beiden Herren am liebsten hören, nämlich Ihre Bilanz der Woche. Und wie bewerten Sie eigentlich die politischen Player in dieser Woche, sprich Ihre Nachfolger? Wir sind gleich wieder da. Worüber Österreich heute spricht, was unser Land bewegt. Fellner, unabhängig, unparteiisch und wirklich kritisch. Fellner live. So, und wir sind im Finale an diesem Mittwoch. Morgen also dann die große Impfpflichtabstimmung hier auf OE24TV. Ich nehme an, die beiden Herren werden zumindest zugeschaltet werden oder kommen vorbei, um das Ganze dann zu analysieren und entsprechend grantig zu sein, nach dem, was Sie dann hier morgen sehen werden. Ich nehme an, Sie werden auch grantig sein, weil für diese Impfpflicht ist ja derzeit kaum noch jemand im Land. Und deshalb zum Schluss, wie immer, an diesem Mittwoch sowas wie eine Bilanz der Woche. Früher hat man gesagt, Waldbrunn und Farkasch, Bilanz der Saison bei euch, Chapp und Westenthaler, Bilanz der Woche. Westenthaler, Bilanz der Woche, wer ist dir denn positiv aufgefallen? Und vor allem, gibt es jetzt jemand in der Regierung, wo du sagst, da zieh ich meinen Hut, der macht wirklich eine gute Arbeit? Oder ist es eine Desasterpartie, weil wir haben ja nicht nur Omikron, wir haben ja auch steigende, explodierende Asylzahlen, wir haben ein explodierendes Budget. Ein bisschen hat man ja das Gefühl, das gerät alles etwas außer Kontrolle.
Also ich fange einmal an mit, dort, wo man leichter tut, mit denen wäre es mir negativ aufgefallen. Negativ aufgefallen ist mir die Justizministerin, die muss sich erklären zu einer... Alma Sadic. Ja, die muss sich erklären, das kann man nicht einfach so wegwischen. Zu einer Plagiatsaffäre. Zu einer Plagiatsaffäre. Hat ein Teil unserer Zuschauer vielleicht noch nicht mitbekommen. Ja, da gibt es Express.at und den Plagiatsjäger Weber, die behaupten, Alma Sadic hat große Teile ihrer Dissertation abgeschrieben und sie hätte vor allem die Conclusio abgeschrieben. Es gibt aber auch Leute, wie die Frau Edstadler, die Frau Raab etc., die sagen, jetzt reicht es einmal mit dieser Hexenjagd. Ja, weil die alle genau wissen, dass eine Ministerin, die man heute schon immer mehr kennt, die hat geheißen Aschbacher, ja, nämlich die, das ist die Arbeitsministerin, deswegen zurücktreten musste. Genau. Also so einfach ist er das nicht. Wir haben eine Ministerin, die musste wegen einer Plagiatsaffäre zurücktreten. Das heißt, die Frau Zadic, ich kann das inhaltlich nicht beurteilen, ich habe das weder gelesen noch nicht. Ich habe hier einen Plagiatsjäger, der genauso wie bei Aschbacher behauptet, es wurde abgeschrieben. Und über eine Ministerin, die sich bis jetzt meiner Meinung nach noch nicht ausreichend erklärt hat. Und das ist notwendig. Und dann muss mit man der die Medien aber sehr freundlich umgehen. Sehr freundlich. Zur Causa Aschbacher, die aus dem Amt hinausgejagt wird. Extrem freundlich. Es wird ja nichts passieren. Sie ist da protected, geschützt. Protected trotzdem, von wem? Na, von einigen Medien, die da auf der linken Seite herumkreichen und fleuchen. Aber es wird ja nichts helfen. Sie muss sich erklären. Nochmal, ich möchte da keinen Stab brechen. Also Sadic ist die Minusperson. Ich möchte da keinen Stab brechen, weil ich das nicht kann, weil ich das weder gelesen habe. Ich kenne nur die Medienberichterstattung. Und ich möchte nur gesagt haben, was wäre, wenn das ein freiheitlicher Politiker war, ja? Was in dem Land los war. Das will ich ja gar nicht an die Wand malen, weil freiheitliche Politiker sowas ja nicht machen. Okay. Aber ich sage das nur. Und auch negativ auffallen ist nämlich, weil er gar nicht auffallen ist für mich, wo ist der Herr Kogler bitte? Wo ist der? Mhm. Der ist weg. Der hat erkannt, dass diese Impfpflichtdebatte mittlerweile ins grüne Gebälk fährt, also in den Kern, dass dort eine Kernschmelze stattfindet, wenn ich mir anschaue, Petrovic und sonstige Urgrüne, die Fledermäusner blau rotiert wahrscheinlich gerade im Grab, was da passiert. Und er geht in Deckung, weil er genau weiß, er kann nichts gewinnen. So gesehen eh gescheit von ihm. Nur als Vizekanzler kann er nicht in Deckung gehen. Also der ist abgetaucht. Völlig abgetaucht, schickt den Mückstein vor, weil da schon jeder weiß, der überlebt das politische Jahr sowieso nicht. Glaubst du? Ja, der Mückstein ist die nächste Prognose von mir. Bis jetzt haben wir noch viele. Bitte, ja, ich habe den Kurzprognose. Die Zuschauer wollen niemand deine Prognose. Mückstein wird dieses Jahr politisch nicht überleben. Nicht. Weil er zur Einsicht gelangt. Dieses Frühjahr das oder ist, dieses gesamte Jahr? Naja. Nicolo. Ich sage ihm ja, weil wir draufkommen, das ist nichts für ihn. Er ist eh schon draufgekommen, denn diese Lustlosigkeit und Lieblosigkeit und vor allem Kompetenzlosigkeit, mit der Politik betreibt. Also du ziehst zwei Rücktritte, Sadic und Mückstein, wenn ich dich richtig erinnere. Naja, ich glaube ja noch immer, dass wir überhaupt wählen. Naja, also ich glaube sowieso, dass wir wählen. Aber wenn wir nicht wählen, glaubst du, dass Sadic und Mückstein... Nein, das so weit geht noch nicht. Die Sadic muss jetzt einmal hinsetzen, und zwar in einer Pressekonferenz, und das einmal erklären. Und aus der Welt raus, wenn sie das nicht kann, dann wird es eng. Und der Herr Klüngel und der Herr Mückstein, mit Verlaub, es war nichts. Einfach gehen. Okay. Josef, erstens, deine Analyse. Ich bin ein Verteidiger von der Sadic, weil die hat zugelassen, dass die Korruptionsstaatsanwaltschaft... Aber das hat ja mit ihrer Dissertation... Nein, das müssen die universitären Behörden klären und aus. Dafür gibt es die Einrichtungen. Da kannst du nicht jetzt aufgrund von Medienberichten schon sozusagen bewerten. Aber da hätte man auch sagen können, die Frau Aschbacher hat den Corona-Bonus eingeführt, das hätte man uns nicht zurücktreten. Nein, ich bin nur dafür, wo es Regeln gibt, gibt es Regeln und in dem Fall gibt es auch Regeln. Und das aber du bist der Meinung, die Sadic hat das nicht verdient, weil sie so lieb ist. Nein, weil sie die Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft nicht bei ihrer Arbeit behindert hat, da hätte sie durchaus die eine oder andere Möglichkeit gehabt. Und deswegen ist sie in der ÖVP ziemlich verhasst. Und deswegen kommt aus der ÖVP heraus jetzt diese Stimmung ihr so gegenüber. Jetzt habe ich es verstanden. Genau. Also du sagst, die Sadic ist aus der Ziehung, weil das ist eine rein parteipolitische Intrige. Schaut so aus. Ja. Das nächste ist, Tanner, Verteidigungsministerin, Karner, Innenminister, da wird auf einen Soldaten an der Grenze von einem Schlepper geschossen. Das ist einmal ein Riesenskandal in Wahrheit und da muss man jetzt was unternehmen, weil es ist ja kein Freiwillig dort, dass unsere Soldaten an der Grenze ihren Dienst verrichten und davon irgendwelche Schlepper angeschossen werden. Da frage ich mich, wo ist da dieses sicherheitspolitische Konzept von den beiden? Wir waren schon zwei Niederösterreicher, Karner und die Tanner, da sie diese Ämter gekrallt haben im Auftrag
von der Mikl Leitner, dann hätte man da gern was erwartet, denn das geht nicht. Das geht aber Josef, darf ich da fragen? Die zwei sind natürlich, man könnte sagen arm, man könnte auch sagen unfähig, weil wir stehen natürlich einer neuen Immigrationswelle gegenüber. Richtig. Wir haben doppelt so viele Asylansuchen wie im Vorjahr. Ja, ist ja richtig. Das Thema ist ja sowieso ein Thema, das uns da noch beschäftigen wird. Und ich gehöre dazu die eher restriktiveren. Ja. Ja. Aber mir geht es darum, dass... Was ist? Kann man was machen? Aber wenn ich mehr Aufgriffe habe, wenn es mehr... Übrigens, wo ist denn da die Balkanroute gestoppt worden? Ja? Weil der Balkanroutenstopper treibt sich jetzt gerade in Kalifornien herum. Ja? Der stoppt jetzt die Kalifornienroute. Ja, die Kalifornienroute. Ja? Also das ist einmal das. Und jetzt kommt noch ein Punkt, der nicht unwichtig ist. Was macht der Außenminister? Wir stehen jetzt mal möglicherweise einen militärischen Konflikt zwischen der Ukraine und Russland. Das ist nicht egal. Ja, das kann Auswirkungen haben in jeder Beziehung auf ganz Europa, auf die Sicherheit in Europa, auch auf uns. Da erwarte ich mir gewisse Schritte, die da auch Österreich, das ist ja als neutrales Land, eine Rolle spielen kann. Der ist ja ähnlich abgetaucht wie der Herr Kogler. Die Frau Baerbock war ja gestern in Moskau. Und hat dort sich zumindest ordentlich wichtig gemacht und auf die eingeredet. Von unserem Schalli, Schwalbi, wie immer er heißt, ist derzeit nichts aber zu sehen. Wolfgang, wir wollen ja nicht eine Tauchgruppe haben, ja, sondern eine Regierung. Ja? Ja, um das aufzugreifen, was du da gesagt hast. Du meinst, wir sind derzeit in der Neigungsgruppe Schnorcheln und Tiefseetauchen. So schaut es aus. Ja? Bis auf den Mückstein, dem bleibt nichts anderes übrig. Ja, dem ist ja das auch wurscht. Schau, der stellt sich dort hin, sagt das, was er beauftragt wird von den Türkisen und vom untergetauchten Kogler. Da siehst du immer nur die Wasserblasen hochsteigen beim Kogler, weil der unter Wasser gerade ist. Und dann, wenn irgendwas blöd ist, geht er zurück in seine Ordination und die Geschichte hat sie. Also so, geht er zurück in seine Ordination? Weil der behauptet ja, er geht zurück in die Ordination. Naja, geht dann zurück. Ja. Wir haben vielleicht ein bisschen eine zeitliche Differenz, aber im Endeffekt ist es. Und die Gewässler... Na, geht er zurück oder geht er nicht zurück? Ich glaube, dass er mittelfristig sicher zurückgeht, wird, glaube ich, so nicht fortsetzbar sein. Weil wenn diese Impfpflichtgeschichte sich als Schildbürgerstreicher herausstellt, ist natürlich er auch fällig. Ja? Nicht nur er, aber auch er. Ja? Da gehört auch der Nehammer, ja? Der so in der Gegend herumrennt. Und dann muss man sagen, ist das etwas, wo da noch die Gewässler immer wieder erwähnt werden muss, die da wahrscheinlich weitere Straßen sucht, die man nicht baut, zurückbaut. Und vergisst, dass wir eigentlich ja diese Elektroautos haben wollen, die ja auch Straßen brauchen. Und da glauben die, dass man mit den Elektroautos unterirdisch fährt. Also auf diese Regierung bist du nach wie vor schlecht zu sprechen. Ganz und meinst, das war keine Woche, wo du die Regierung positiv bewertest. Leider, weil ich bin durchaus bereit, das gibt uns ja viel mehr objektiveres Bild, ja, dass man jetzt endlich einmal auch was Positives sagen kann. Und ich schwöre, ich bin bereit, das auch zu tun, wann das auch wirklich irgendwann einmal kommt. Aber im Moment, finde ich, ist das jedenfalls der Fall. Eins, was mir auch noch besonders negativ aufgefallen ist, ist diese Laiendarstellergruppe namens Gecko. Der Name allein ist ja Programm. Mhm. Die eine, die Leiterin, die Frau Reich, ist in Quarantäne und dürfte offensichtlich diesem Ministerium abgesessen sein, wie man vorige Woche in der Diskussion im ORF gesehen hat. Spannend, genau. Die schläft wahrscheinlich im Ministerium. Wer es glaubt, wird zählig. Und dann gibt es einen, ich weiß nicht einmal, wie der heißt, der tritt dort im Kampfanzug auf und fällt auf mit martialischer Sprache, also der braucht eine Waffe. Und ist das nicht ein bisschen erstens lächerlich? Warum tritt der im Kampfanzug aus? Und viele Menschen, und jetzt ist es wieder nicht lächerlich, schreiben mir, sie haben ein ungutes Gefühl, wenn der da sitzt im Kampfanzug, nämlich in einer Regierungsstelle im Kanzleramt, und tritt, er soll so nicht auftreten, weil das erinnert mich an früheren Zeiten, die wir schon geglaubt haben, überwunden zu haben. Das sagen auch viele, kriege auch Zuschriften. Also, liebe Gecko, erstens haben wir euch zu verdanken, auch Teile der Impfpflicht und des Lockdowns für Ungeimpfte. Das haben ja das Verbrechen ja die alle. Und zweitens, im Auftritt ein bisschen anders und vielleicht ein bisschen... Jetzt könnte man natürlich sagen, unser Oberoffizier in der Gecko ist seinerzeit voraus, weil ja viele sagen, wir leben in gefährlichen Zeiten, wir leben eventuell in Kriegszeiten. Darf ich damit noch aufhören, dass wir vielleicht am Schluss sogar mal ein bisschen uns aufs außenpolitische Glatteis wagen? Droht uns da jetzt ein neuer Krieg in Europa? Droht uns ein Einmarsch der Russen in der Ukraine? Und was passiert dann? Kommt dann die ganze Regierung im Kampfanzug?
Also das eine kann man mit dem anderen nicht vergleichen, weil wenn der Gecko, der Kleinspursoldat oder in seinem Kampfanzug dort irgendwo auf der Grenze auftauchen würde, der dann wegen einem Lochanfall sterben, aber nicht wegen einem Krieg. Also das ist ja lächerlich. Nein, ich glaube nicht, dass es einen Krieg geben wird. Wir haben schon so, erinnern wir uns zurück, gerade um die Ukraine herum, aber auch um andere Krisenszenarien in der Gegend, so viel Säbelrasseln gehabt und so viele Bedrohungen. Das wird nicht kommen. Ich glaube nicht daran, dass es zu einem Krieg kommt. Ich glaube auch nicht, dass wir da eine Betroffenheit haben, vielleicht als Land, ein neutrales Land, das sich vielleicht für Konferenzen anbieten kann. Das kann man sein. Das Erdgas könnte uns ausgehen. Ja, aber auch das wird nicht passieren. Ich glaube, dass das nicht so heiß gegessen wird. Du bist der Optimist. Josef, du warst mal außenpolitischer Sprecher deiner Partei auch. Wie siehst du das? Also wir haben das immer so diskutiert, dass wir die Meinung vertreten haben, Österreich kann eine ganz wichtige Rolle als neutrales Land spielen. Wir haben das gespielt im Palästina-Israel-Konflikt. Wir haben das bei verschiedenen Gelegenheiten gespielt. Und warum soll die Ukraine nicht sich überlegen, das Modell Neutralität von Österreich zu übernehmen? Ich will dort weder haben Putin Town, ja, Nobel haben das die NATO, womöglich bis vor Moskau sich ausbreitet, sondern die Ukraine wäre gut beraten, diesen Weg zu gehen. Das hat sie in Österreich bewährt. Warum soll sich das in der Ukraine nicht bewähren? Dafür muss aber ein Außenminister eines neutralen Landes natürlich etwas tun und nicht um die Wette die Wasserblasen steigen. Du meinst, der Minister Schwalbenberg sollte sich etwas einbringen, als Friedensschwalbe, als Friedenstaube. In dem Fall. Das ist sehr poetisch. Also ich bin richtig angetan von deiner Formulierung. Je später der Abend, umso poetischer die Einlage. Genau. Also das wäre sozusagen von ihm, der sollte die anderen EU-Länder da mit in Bewegung bringen. Und die Baerböck ist halt jetzt als Außenministerin gerade am Beginn ihrer Tätigkeit. Ja. Und aber sie war dort. Das ist der kürzeste Kanzler aller Zeiten und der gescheiterteste Politiker in der Regierung. Der Erfinder der Impfpflicht, sagt man auch so. Dass der da unten, da lachen ja die Hühner, wenn der da ist. Na, das war's mal. Ja, der sagt dann vielleicht da unten, wir müssen die Zügel straffer ziehen. So, wir sind am Schluss, meine Lieben, und da ihr beide gesagt habt, wir wollen die Leute halt auch mit etwas Positivem ins Bett schicken und nicht nur immer negativ etc., hat es irgendwas Positives gegeben, außer dem Herrn Kickl? Das tue ich mal ausklammern, weil jetzt weiß ich, das war das Positive. Ja, es hat was Positives gegeben. Aber gibt es was Positives und gibt es einen positiven Politiker? Wenn man eine positive Figur herausnehmen kann, David Alaba hat beigetragen dazu, dass Austria-Wien gerettet wurde. Und das ist für mich schön. Du hättest aber auch sagen können, du hast Respekt für den Herrn Lorca. Ja, mache ich. Entschuldigung, kann ich sagen. Ich habe Respekt vor jedem Abgeordneten, der sich gegen diese Impfpflicht stellt. Und um es noch höher zu heben, ich habe immer Respekt vor Menschen, die ein bisschen gegen den Strom schwimmen. Und wenn der Herr Lorca das morgen durchzieht gegen seine Gouvernante, die er da hat, nämlich die Frau Heiselreiniger, na, wie heißt sie, Meindl-Reisinger, dann ist das ja auch eine Ansage und dann ist das in einer liberalen Partei durchaus auch nicht also überraschend. Also der würde dir vielleicht doch noch als positive Erscheinung. Ja, wenn er das durchzieht, Josef, deine positive Erscheinung der Woche ist wahrscheinlich der Toscosil, oder? Der Toscosil ist manchmal eine positive Erscheinung und manchmal habe ich ein Problem mit seiner Äußerung. Ja, pass auf, was du sagst, dass du nicht ausgeschlossen wirst aus der Partei heute oben. Das geht nicht, weil im Burgenland bin ich wieder... Wir nehmen es dir wieder auf. Im Gegensatz zu früher. Aber Respekt vor der Alterkammerpräsidentin Anderl, Respekt vor allem hier ist er gesessen, der Wolfgang Katzian als ÖGB-Chef, die sich dort zu dieser ganzen Impfgeschichte sehr, sehr sachlich und sehr praktisch geäußert haben. Das heißt, Anderl und Katzian, die Arbeitervertreter, sind deine Helden der Woche, deine Positiven. Ja, und was ich sehr positiv finde, ist, dass nicht jetzt schon wieder ein vierter Kanzler aufmarschiert ist in kurzer Zeit. Also, das würde dir einer einfallen? Außer es ist einer nicht aus der ÖVP und von den Grünen, dann hätte ich vielleicht eine Schwäche. Die Ed Stadler hätte man rein theoretisch noch im Petto für so etwas. So, meine Herren, zum Bundespräsidenten wäre ich nicht fragen, weil da weiß ich, dass der Westenthaler auf den Herrn Gross verschnupft ist und sich zur Bundespräsidentenwahl nicht äußern will. War spannend mit euch, wie immer, am Mittwochabend, an diesem besonders spannenden Abend, denn morgen, wie gesagt, ist die große Abstimmung im Parlament zur Impfpflicht. Die Josef-Chapp-Partei tritt wahrscheinlich paramilitärisch an und stimmt mit einem Schuss sozusagen ab. Die FPÖ auch paramilitärisch mit dem Gegenschuss. Es wird auf jeden Fall spannend morgen. Wir werden sehen, ob einzelne Abgeordnete die Parteilinie verlassen. Wir werden sehen, was vor dem Parlament los ist. Jede Menge Demonstrationen angesagt. Wir werden sehen, was in den Gängen des Parlaments los ist. Alles morgen live auf OE24.at. Wir wissen,
da sie an diesem Thema Impfpflicht besonders interessiert ist, freuen uns auf Sie morgen als Zuschauer. Und ich kann schon ankündigen, wenn ich ein bisschen auf Sendung bin, dann werde ich sicher die Telefonnummer der beiden Herren wählen und mir ihre Meinung dazu einholen. Wir sehen uns morgen bei der großen Impfpflichtdebatte im Parlament auf OE24.at. Bis dorthin, gute Nacht.